Ja, es ist kurz vor 8 Uhr und jetzt hat uns hier der gefrierende Regen auch erreicht. Hier geht gar nichts mehr. Wir haben minus 0,6 Grad und es ist hier alles tief gefroren. Man sieht auch das Glänzende, wenn man schaut, dann kann man das gut erkennen, dass es glänzt. Und das ist ein trügliches Zeichen, dass hier alles voller Eis ist. Ich muss da am Rand gehen, weil ich bin gerade aufgestanden, habe zwar nicht das richtige Schuhwerk, aber möchte euch nur kurz zeigen, es ist alles tiefgefroren hier. Der Regen hat jetzt schon wieder aufgehört, aber das ist wirklich Glatteis. Richtig Glatteis. Vom Feinsten. Ja, wir hatten hier wochenlang nur Minusgrade. Die letzten zwei Wochen waren nachts minus 10, 12 minus und tagsüber 5, 6 minus. Da ist es nie ins Plus gegangen. Ja. Und heute soll es ja noch warm werden. Und dann kommt, es ist jetzt eigentlich bei minus 0,6 Grad aktuell, ist eigentlich warm gegenüber dem, was wir in den letzten Wochen gehabt haben. Aber man sieht es auch gut an diesen weißen Flecken, die da überall sind. Ja, das ist spiegelglatt. Ja, kurzer Einstieg, aber wollte ich euch nicht vorenthalten. Alle, die heute unterwegs sind, Vorsicht, Vorsicht. Das ist gefährlich. Ja, bis zum nächsten Mal. Mal sehen, welche Wetterkapriolen das Wetter noch so bereithält in den nächsten Wochen und Monaten. Pfiat euch!